Schau, was ich hier habe. Der GTX von Evolve. Ich glaube, ich muss ein T-Shirt kaufen, wo drauf steht, ja, ist elektrisch. Ich bin heute bei Evolve in Düsseldorf und ich teste heute die Carbon GTX und die Bamboo GTX. Die beste E-Boards, die Evolve hat. Und schauen wir mal, vielleicht kann ich mich für einen entscheiden. Jetzt fahre ich die Offroad-Version mit riesengroßen Reifen. Das macht so viel Spaß, das ist absolut unglaublich. Das ist einfach toll. Und obwohl ich die Selfies mit dem Carbon GTX gemacht habe, ich habe mich am Ende für die Bamboo GTX entschieden. Einfach weil es flexibler ist und es ist sanfter beim Fahren und sieht einfach cooler aus. Das ist meine Meinung. Ich bin rausgegangen, doch ein bisschen Sonne. Das freut mich sehr, wo dicke Wolken da hinten. Hoffentlich komme ich nicht im Regen, dann habe ich ein Problem. Und lass uns mal das testen. Also der Board ist total, ist mega geil. Das war knapp, weil ich habe die große GoPro verloren. Und deswegen muss man allererste Mal keine Review machen, sondern erstmal sich mit dem Board vertraut machen. Regen kommen, ne? Schau, da ist der Truck hinter mir. Bin ich schneller oder bin ich langsamer als der Truck? Na, schauen wir mal. Ich gewinne momentan. Oder vielleicht gibt er gar nicht so viel Gas, ne? Hat mich gesehen. Das ist so cool. Also mit dem anderen keine Chance, das zu machen. Das ist einfach anderes Liga. Anderes Liga. Es ist jede Euro wert. Jetzt regnet schon. Geil. Das ist kein Gitarre, das ist kein Keyboard, sondern ein Electric Skateboard von Evolve. Der kommt zusammen mit einem Backpack. Ich habe mich lange überlegt, ob ich das kaufen soll oder nicht. Aber ihr weißt es schon, ich habe den von 8 Tonnen, von 8 Hektar. Und der ist mit Farbmotor. Hier ist das Motor in dem Reifen. Das funktioniert ganz gut. Das große Problem ist allerdings die Reichweite. Der ist nach 10, 11 Kilometer, je nachdem wie man fährt, vorbei. Und wenn ich den nicht gehabt hätte, ich hätte nie drauf gekommen, so einen zu kaufen. Ihr weiß schon, ich war wie das geht, ne? Hier sind meine Inliner. Pretty cool, die Inliner auch. Ich habe sehr oft gemacht bei dem. Ich habe sehr oft gemacht bei dem Münchner Playland. Und deswegen. Tada! Hey, ist es geil! Und das Batterie. Das Batterie. Gib mir 50 Kilometer Range. Man muss jetzt nicht jeden Tag 50 Kilometer fahren, aber es ist schon zu wissen, dass man noch ein bisschen Gas, noch ein bisschen Saft hat, wenn man zu Hause kommt. Ne? Es regnet nicht so stark, aber ich will kein Risiko nehmen, deswegen ich gehe direkt zu Hause.
trotzdem, mit dem hier, mit dem Evolve, muss man echt Respekt haben. Das ist sehr, sehr powerful. Das ist mir quasi zu schnell gerade mit dem Acton E-Board. Das war gar nicht möglich. Guck mal, das ganze hohe Hügel hinter mir. Man sieht quasi den Tal. Und es war nie möglich, das hoch zu kommen und mit so einem Speed. Jetzt bin ich nur in die Fast-Modus, also gar nicht in GT. Weil die hat Safe, Eco, Fast, GT. GTX, whatever. Ist mega cool. Mega cool! Woohoo! So nice! Und das Beste an dieser Evolve E-Board ist die Transformation, genau wie in Transformers. Der lässt sich von der Street-Version auf die Offroad-Version umbauen. Wenn man geübt ist, in ungefähr 10 Minuten sind die Riesenreifen drauf und es macht wahnsinnig viel Spaß damit. Keine Asphalt mehr hier, aber. Now, I'm gonna go off. Diese Reifen tun sich sehr gut auf dem Offroad-Bereich sowie auf dem Asphalt. Das sind nur 7-8 cm, wo man höher ist. Ne? Und schau, hier hatte ich nur träumen können, dass ich diesen Bereich mit dem anderen Skateboard mache. Und guck, es geht so schön, so leicht. Ich sagte vorher, glaube 20 km pro Stunde ist die beste Geschwindigkeit zum Curven. Und das Schönste ist, ich werde in die nächsten Tage nach Österreich gehen, St. Anton am Arlberg. Und ich werde es auf dem Schnee nehmen. Ich meine es nicht in dem Schnee, nicht riesengroßer Schnee, aber ich werde es allerdings auf dem Schnee probieren. Eis und Schnee mit diesen Reifen. Ich glaube, die haben schon ein gutes Grip, würde ich sagen. Wenn man diese Konfiguration mit All-Terrain Street Backpack kauft, man zahlt 2138 Euro. Und das ist eine Summe, die man sich richtig erinnern kann, wenn man es selber zahlt. Modell von Evolve.
Ah.